Willkommen zurück in der Zahnärztlichen Praxisklinik in Herne. Mein Name ist Rüdiger Mintert. Heute möchte ich mit Ihnen über das Thema Wurzelspitzenresektion reden. Die Wurzelspitzenresektion beinhaltet die Entfernung der Wurzelspitze vom Zahn und dabei werden die entzündlichen Gewebe um die Wurzelspitze mit ausgeräumt. Vorausgegangen ist in der Regel eine relativ schmerzhafte Episode, die jeder Patient dann mal durchlitten hat, mit Schwellung, Rötung, Aufbissempfindlichkeiten und extremen Schmerzen. In der Konsequenz ist der Zahn immer Wurzelkanal behandelt worden. Die Wurzelkanalbehandlung ist die Voraussetzung für eine Wurzelspitzenresektion. Warum gerade die Wurzelspitze? Warum ist die gerade so interessant? Die Wurzelspitze enthält kleine, nicht sichtbare Seitenkanäle, tausende von Seitenkanälen, die, wenn entzündliche Gewebe, und das ist in der Regel sind das ja Bakterien, dann in diesen Seitenkanälen ihre Zuflucht suchen. Und wenn man die entfernt, nimmt man an, dass der Zahn dann erhalten werden kann. Ich versuche jetzt heute mit Ihnen einmal in einen Überblick zu geben über die anatomischen Strukturen, wie das aussehen kann, wie es dazu kommt, dass der Zahn sich entzündet und mit Röntgenbildern und einem kleinen Experiment zu zeigen, was die Voraussetzungen für eine optimale Wurzelspitzenresektion sind oder ob die vielleicht sogar vermieden werden kann. Alle entzündlichen Prozesse, die den Zahn erreichen, sind in der Regel an eine bakterielle Infektion gekoppelt. Hier durch ein Karies dargestellt. Und wenn der nicht behandelt wird, erreicht dieser Karies dann in der Konsequenz natürlich irgendwann das Zahnmark und das entzündet sich dann und führt in der Folge natürlich auch zu den schon beschriebenen Schmerzen, Aufbissempfindlichkeiten. Das sieht man hier ganz schön. Was macht der Zahnarzt jetzt? Der geht also hin und behandelt diese Wurzelkanäle, indem er die ausräumt und das ganze entzündliche Gewebe aus diesen Wurzelkanälen entfernt. Und wenn das optimal gelingt, dann sollte unter dem Zahn keine Entzündung mehr verbleiben. Aber es kommt dennoch oft dazu, dass wir Knochennekrosen bekommen. Die sehen dann so aus. Eine solche Knochennekrose zeigt sich dann dadurch, dass im Bereich des Kieferkamms Schwellungen sind. Die Entzündung bahnt sich ihren Weg nach außen, so wie hier im Oberkiefer oder eben hier noch im Unterkiefer dargestellt. Und ist dann mit einer deutlichen Schwellung verbunden. Und spätestens an diesem Punkt wird dann über eine Resektion gesprochen. Und was ist jetzt nochmal die Ursache dafür, dass man gerade diese Wurzelspitze nimmt? Natürlich kommt hier unten dann auch der Nervkanal an, beziehungsweise der Hohlraum. Und in diesem Bereich sind aber noch kleine Kanäle lokalisiert, die sich überhaupt nirgendwo darstellen, weder auf dem Röntgenbild, noch im Modell, noch in der Anatomie. Und deshalb entfernt man diese Spitzen und versucht damit den Zahn dann zu retten. An diesem anatomischen Präparat kann man besonders schön erkennen, wie Gefäße, Nerven die Zähne erreichen und entsprechend versorgen. Was man hier besonders schön dran sehen kann, ist, dass die Wurzelspitzen komplett freigelegt sind. Und das ist auch etwa der Bereich, der dann bei einer Wurzelspitzenresektion entfernt wird vom Zahn. Und wenn wir uns das jetzt hier anschauen, Spitze, Spitze, beziehungsweise hier schon drei Spitzen, dann wird es natürlich von vorne, wo jeweils nur einzelne Wurzelspitzen sind, nach hinten, wo wir dann eine räumliche Ausdehnung auch in den Kiefer hineinbekommen von fast einem Zentimeter, deutlich schwieriger eine solche Resektion durchzuführen. An diesem Zahn möchte ich einmal zeigen, wie wichtig eine gute Selektion ist, ob man etwas resiziert oder nicht. Man sieht an diesen beiden Zähnen schon leichte Knocheneinbrüche. Das heißt, wenn ich jetzt natürlich die Wurzelspitze, und hier ist ja dann normalerweise noch Knochen, entferne, dann kann es durchaus sein, dass dieser Zahn anschließend eine leichte Lockerung hat. Ob das dann Sinn macht, das ist dann immer im Einzelfall zu prüfen. An diesem Seitenzahn im Unterkiefer wollen wir uns einmal anschauen, wie dann real eine solche Resektion aussehen kann. Wenn man hier unten mal schaut, dann sieht man hier so einen kleinen Hohlraum und der ist jetzt unsere Entzündung. Also, Bakterien sind hier runter, haben hier für einen entzündlichen Prozess gesorgt und dieser Prozess soll jetzt ausgeräumt werden.
Und wenn man sich jetzt anschaut, was passiert, wenn wir eine geschlossene Knochenlamelle haben, dann muss also der Chirurg durch diesen Knochen diesen gerade gezeigten Prozess aufsuchen und entsprechend dann entfernen, was bei einem Unterkiefer-Seitenzahn zum Beispiel schon eine relativ komplexe Angelegenheit ist. Damit Sie verstehen, warum wir uns gerade um die Wurzelspitze so viel Sorgen machen und in diesem Eingriff die Wurzelspitze entfernt werden muss, habe ich Ihnen hier so ein kleines Experiment aufgebaut. Die Patienten denken immer, der zentrale Kanal, den der Zahn durchläuft, der ist wie ein Stück Rohr, Kupferrohr. Das ist ganz dicht und komprimiert und das ist etwas, wo der, wenn der zentrale Kanal ausgefüllt ist, nichts mehr passieren kann. Ich habe mir ein Stück Holz, das ich aufgebohrt habe, daneben gelegt, damit man sich das dann in der Realität angucken kann, denn dieses Stück Holz spricht in etwa dem, was ein Wurzelkanal im unteren Drittel durchläuft. Zunächst möchte ich Ihnen zeigen, wie sich das verhält, wenn wir ein Stück Kupferrohr hier eintauchen und ob wir das dann wieder anschließend reinigen können. Das ist eine Toluenblau-Flüssigkeit, die ist relativ gut durchfärbend und wir gucken mal, ob wir es schaffen, dieses Stück Kupfer dann auch wieder zu reinigen. Wir tauchen das einmal ein, lassen das hier einen Augenblick stehen. Ich nehme ein Reinigungstuch, dann holen wir das wieder raus und wir sehen, das perlt ja schon buchstäblich ab an so einem Rohr und ich mache das wieder sauber. Da rein komme ich jetzt nicht so gut, das können wir auch mal eben versuchen. Aber im Wesentlichen ist dieses Stück Kupfer wieder sauber. Das heißt, die Bakterien, die wir mit diesem Farbstoff dokumentieren wollen, sind im Wesentlichen weg. Wir nehmen jetzt dieses Stück Holz, auch mit dem zentralen Kanal, und tauchen das auch in das Toluenblau ein. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich das anschließend verhält, ob ich das dann noch abwischen kann. Im Wesentlichen hatte ich gesagt, dass im unteren Drittel ganz viele Seitenkanäle dazu führen, dass wir Bakterien gerade an der Wurzelspitze so häufig auffinden. Wenn ich das jetzt hier rausnehme, dann haben wir unsere virtuellen Bakterien, dieses Stück Holz, komplett durchtränkt. Und wenn ich jetzt mich bemühe, das hier sauber zu machen, dann ist das eine etwas sinnlose Bemühung. Da passiert gar nichts. Das kann ich so überhaupt nicht machen. Das heißt, hier müsste ich mit Chemikalien versuchen, diesen Holzanteil wieder zu reinigen, um den etwa wieder zurückzuführen auf das Farbniveau. Eine bakterielle Infektion kann ich auch nur dadurch beeinflussen, indem ich entsprechend mit Chemikalien oder physikalisch diesen Bakterienfilm in dem Zahn beeinflusse. Hier haben wir die Ansicht eines unteren Sechsers, der eine ordentliche Entzündung aufweist. Das kann man hier an diesen schwarzen Bereichen gut sehen. Der auch kam mit der Bitte um die Resektion dieses Zahnes. Was hier auffällt ist, und deshalb habe ich dieses Beispiel auch ausgewählt, dass der Zahn nicht einmal Wurzelkanal behandelt worden ist. Man sieht keine nachweisbare Wurzelkanalbehandlung. Und wenn man sich das hier anschaut, ist das wirklich ein Prozess, der ist in der Ausdehnung über einen Zentimeter groß. Hier ist der gleiche Zahn, sieben Monate nachdem der Patient behandelt wurde. Hier ist also ausschließlich eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt worden, mit viel Sorgfalt. Und man sieht diesen Bereich um die Wurzelspitze wieder mit einem knöchernen Gebälk aufgefüllt. Das heißt also, hier hat sich diese Entzündung zurückgebildet und wir haben fast normale Verhältnisse. Man kann noch in groben Zügen ahnen, wo diese Entzündung mal war, aber der Zahn ist völlig beschwerdefrei, entzündungsfrei und muss auch nicht mehr reseziert werden. Und somit hat die Wurzelkanalbehandlung schon zum Erfolg geführt, ohne dass wir einen chirurgischen Eingriff gebraucht haben. An diesem Beispiel eines Röntgenbildes möchte ich Ihnen zeigen, warum Resektionen möglicherweise keinen Erfolg haben. Sie sehen wieder diesen schwarzen Bereich über diesen bereits resizierten Zähnen und der Patient kam zu uns mit der Bitte, noch einmal zu resizieren. Das macht in diesem Fall keinen Sinn,
denn es konnte nachgewiesen werden, dass in der zweiten Wurzel dieses Zahnes gar keine Wurzelfüllung war. Das heißt, die Bakterien, die hier in dem Kanal sind, befeuern diesen Prozess immer noch weiter, sodass es völlig unmöglich ist und unsinnig ist, diesen Prozess dann zu befrieden. Nochmal, eine sehr gut durchgeführte Wurzelkanalbehandlung ist die Voraussetzung dafür, dass eine Wurzelspitzenresektion überhaupt einen Erfolg haben kann. Als Beispiel für die Vorbereitung einer Wurzelspitzenresektion habe ich hier nochmal zwei Bilder gegeneinander gelegt. Dieser Zahn hier hat sich entzündet und soll nun im Bereich der Wurzelspitze resiziert werden, um die Entzündung hier auszuräumen. Und in Vorbereitung darauf ist zunächst mal eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt worden. So könnte die zum Beispiel aussehen und der Patient damit eventuell sogar beschwerdefrei werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Video einige Hinweise geben und Einblicke insbesondere, wie ein solcher operativer Eingriff abläuft. Die wesentliche Botschaft dabei ist: Prüfen Sie, ob Ihre Wurzelkanalbehandlung ordnungsgemäß durchgeführt worden ist oder ob sie vielleicht sogar zu verbessern ist. Denn letztendlich ist es durchaus möglich, dass mit einer solchen Wurzelkanalbehandlung der Eingriff sogar vermieden werden kann. Und wenn er dann doch erforderlich ist, dann haben Sie auf jeden Fall optimale Bedingungen für diesen Eingriff geschaffen. Wenn Sie noch Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen für Sie gerne zur Verfügung. Vielen Dank.